allerseits und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute im Blumenwurst, wie schön wir waren, vorstellen. Die deutsche Übersetzung stammt von Maria Hummels. Auf Englisch hieß das Buch auch How Beautiful We Were, also eine ziemlich akkurate Titelübersetzung. Worum geht es? Das Buch spielt in einem, soweit ich weiß, fiktiven Dorf, Kosovo, in einem nicht näher bezeichneten afrikanischen Land. Und es beginnt in den 1970er Jahren. Ein Ölkonzern namens Paxton, auch meiner Recherche nach ein fiktiver Ölkonzern, bohrt in diesem Dorf nach Öl und dadurch werden die Äcker vergiftet, die Luft wird vergiftet, immer mal wieder platzen Ölpipelines und so wird halt auch immer wieder das Wasser vergiftet, woran DorfbewohnerInnen und ihre Kinder regelmäßig sterben. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem sie sich sagen, hey, das wollen wir nicht mehr hinnehmen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder und Kindeskinder einfach so sinnlos sterben, weil dieser Ölkonzern uns halt einfach alles raubt und einfach die Lebensgrundlage raubt. Und deswegen ziehen ein paar Leute in die Stadt und versuchen, die Verantwortlichen zur Rede zu stellen. Das ist aber gar nicht so einfach und es ist ein Kampf, der sich über mehrere Generationen zieht und auch immer wieder Opfer auf beiden Seiten, aber vor allem auf Seiten der DorfbewohnerInnen fordert. Das war jetzt auch nicht mein erstes Buch von Imbo Lumbu. Ich hatte zum Beispiel Das geträumte Land von ihr schon gelesen und deswegen war ich so neugierig, okay, was ist jetzt der Plot? Wie wird mir das Buch gefallen? Erstmal so ein paar ganz grundlegende Sachen. Also das Buch ist aus mehreren Perspektiven geschrieben, die ich jetzt stilistisch zumindest alle recht ähnlich fand. Also man kommt recht schnell rein, wer da jetzt gerade spricht und erzählt. Aber es ist jetzt nicht, als ob man das an dem einzigartigen Schreibstil, sondern halt wirklich, wie dann die Bezugspersonen sind, merkt. Alle Personen, die zu Wort kommen, erzählen sowohl über die Vergangenheit, die Gegenwart, als auch dann quasi den weiteren Verlauf der Geschichte, also wenn man so möchte, die Zukunft. Das heißt, dass in dem Buch auch immer mal wieder zwischen verschiedenen Zeitphasen, wenn man so möchte, gesprungen wird, aber jetzt nicht abrupt oder so. Das heißt, da kommt man eigentlich sehr gut mit und das ist in dem Moment auch eigentlich klar. Themen, die in dem Buch unter anderem vorkommen, sind ein sexueller Übergriff auf einen Jungen durch seinen Onkel und wie dieses Thema totgeschwiegen wird. Weibliche Lust wird thematisiert, Tod wird natürlich sehr viel thematisiert, Fehlgeburten werden thematisiert. An Queerness ist so das allerhöchste der Gefühle in diesem Buch, dass eine Frau, die verwitwet ist, zu einer anderen verwitweten Frau sagt, dass sie findet, dass verwitwete Frauen einander heiraten können sollten, damit sie halt ihre Lust ausleben können und halt nicht den Rest ihres Lebens alleine sein müssen, weil das in dem Dorf so üblich ist, dass dann eine Frau, die verwitwet ist, den Rest ihres Lebens keine Männer mehr bei sich im Bett hat. Ansonsten wird Homosexualität in dem Buch immer wieder als unnatürlich angesehen, und auch halt so benannt und darüber wird sich auch lustig gemacht, zum Beispiel die Vorstellung, dass zwei Männer heiraten könnten. Finde ich jetzt natürlich nicht so cool, dass Frauen führen könnten, insbesondere auch, dass sie was wert sein könnten und vollständige Frauen sind, wenn sie keine Kinder haben, ist ebenfalls etwas, was halt immer mal wieder in dem Buch so gesagt wird. Und das fand ich jetzt persönlich nicht so cool, aber na gut. Das sind so ein paar allgemeine Dinge. Den Stil fand ich eigentlich wieder ganz gut. Das war jetzt nicht so das Buch, bei dem man sich jetzt denkt, was passiert als nächstes, Oh mein Gott, das ist so unendlich spannend, weil es halt kein Spannungsroman ist, sondern weil es natürlich auch ein politischer Roman in dem Sinne ist, weil es halt jeden Tag überall auf der Welt passiert, dass Menschen sterben für den Reichtum, den wir haben, damit wir Autos fahren können, damit wir Energie und Strom haben und all diese Dinge. Und ja, das ist halt einfach nur mal leider die Wahrheit. Und das ist halt keine Wahrheit, von der wir sagen können, ja, das ist halt so, deswegen lehnen wir uns jetzt zurück und akzeptieren das so. Vor allem, weil die Menschen, die es betrifft, halt oft an den Gewinnen noch nicht mal beteiligt werden. Das heißt, dass sie den vollen Preis des Leidens dafür bezahlen, so, und des Todes auch, aber halt nicht davon profitieren. So, und das ist halt was wir uns hier auch klar machen müssen. Und aus dem man vielleicht auch seine Konsequenzen für sich persönlich zum Beispiel in Hinblick auf erdölbasierte Produkte etc., muss. Grundsätzlich so von der Handlung fand ich es auf jeden Fall interessant. Es ist natürlich nicht das erste und auch nicht das letzte Buch, was es zu dem Thema gibt. Ich fand, dass es aber gut aufbereitet war, egal ob man jetzt sich mit dem Thema schon auskannte oder nicht. Ich fand es auch einfach schön, diese Dorfgemeinschaft so zu sehen und wie sich die Personen alle im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ich hatte so meine ein, zwei Lieblingsfiguren. Es gab Personen, von denen ich jetzt nicht so viel persönlich mitnehmen konnte. Dadurch, dass halt alle Personen im Laufe der Zeit erzählt werden,
hat man schon das Gefühl, dass die Charaktere eine gewisse Tiefe haben, dadurch, dass man ja weiß, so waren sie als Kinder und so waren sie als Erwachsene, wobei es auch viele Personen gibt, die nur so als in sich anonymes Kollektiv auftreten, so eine Vierer-Fünfer-Gruppe, deren Namen auch nie gesagt werden, sondern immer nur wir waren die Freunde von Tula zum Beispiel. Und das fand ich persönlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Grundsätzlich glaube ich, ist es ein Buch, was gut die Balance schafft zwischen einem Roman zu sein und ein politisches Buch zu sein. So, und ich finde, dass das sehr gut gelungen ist, gerade so Punkte wie eine Anzweifeln vom Wert einer Frau, wenn sie keine Kinder hat oder nicht heiraten möchte oder halt, ne, dass Homosexualität total lachhaft ist, finde ich jetzt persönlich halt einfach nicht gut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es eine sehr religiöse Autorin ist. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung, so von dem, wie das Buch geschrieben ist, finde ich es gut. Ja, und deswegen ist es halt so von der Bewertung, kriegt es von mir einen silbernen Bücherengel, weil es seine Botschaft sehr gut rüberbringt, weil es gut zu lesen ist, weil es jetzt auch nicht schwer zu lesen ist, weil gerade so Sachen wie Zeitsprünge gut funktionieren. Ich aber mit manchen Entscheidungen, sage ich jetzt mal, nicht so fantastisch leben konnte und mir auch manchmal gewünscht hätte, dass man die Figuren einfach ein bisschen mehr ausgestattet hätte, weil man trotz allem, obwohl man jetzt ein paar tragende Figuren hat, selbst von denen manchmal nicht weiß, okay, und das sind jetzt ihre eigentlichen Leidenschaften oder so, und das ein bisschen kurz kommt und das einfach was ist, was mir persönlich dann fehlt. So. Aber das macht das Buch jetzt nicht groß schlechter oder so. Es hätte an manchen Punkten einfach noch mehr Tiefe hinzugefügt. Ja, und das soll es auch soweit von mir gewesen sein. Lasst mich super gerne wissen, ob ihr Bücher zu dem Thema schon gelesen habt. Wenn ja, welche das waren und wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten bleibt fit, munter und gesund. Bis zum nächsten Mal.